ist der Fall. Zweite Ampel leuchtet. Ampel 3 ist geschaltet. Vierte, fünfte. Und der Start ist jetzt freigegeben in diesem Moment. Da kommt Lestrup eigentlich gar nicht so wirklich gut. Der Kirsch hat mal allen den Schneid abgekauft. Will er jetzt allen Ernst mit Division 3 Fahrzeug in Führung gehen? Das wäre der Oberhammer. Und hier haben sich jetzt ein paar Mal ganz gewaltig die. Und hier ein etwas sichtlich zu Recht enttäuschter Ronny Reinsberger. Also wenn überhaupt, dann muss man auch in einer Startphase eher Schack den schwarzen Peter zuschieben. Und Kovac tut jetzt an Steve Kirsch nicht unbedingt wirklich weh. Heiko Hammel hat direkt mal den Bremspunkt nochmal später gewählt. War der Bremspunkt, hat sogar noch Glück gehabt, dass das Auto nicht ausgehebelt hat. Berührt. Hier gab es noch keine Berührung, hier auch nicht. Der Asphalt muss nicht unbedingt immer der schnellste Weg sein. Es geht auch schon mal über die Curbs oder die Grasnarbe. Hier geht Heide von dannen. Knapp verfehlt, zum Glück. Knapp verfehlt den Reifenstapel in diesem wilden Drift durchs Kiesbett. Michael Heide. Für ihn übrigens momentan 12. Gesamtposition. Hat sich da mal weit nach innen reingezogen, um laut ein bisschen zu irritieren, vielleicht ihn mal in einen Fehler reinzutreiben. Stattdessen macht sich Bernhard Wacker jetzt über die Außenbahn her. Und gereiht aneinander mit Ballerstein, da geht es nur noch geradeaus für Wagner und das wird im Ausenden. Auto ausgehebelt, glücklicherweise das Fahrzeug wieder auf alle vier Räder zurückgebracht und böse vorne an seiner Stoßstange wieder angekommen ist mit dem Fuß. Das war schon brutal. Aber es hat gepasst. Dritter, Reinhard Nils. Nils geht von dannen. Was ist jetzt passiert? Leidinger wird Dritter in der Division 3. In der Division 1, pardon. Warum ist das bitter?